Schon auf der Einfahrt war eine große Rauchsäule gut sichtbar. Dass wir mit der Drehleiter einfach die Dachhaut auch besser anfahren können. Es waren insgesamt zur Stunde schon 8 Artenschutztrupps im Einsatz. Im Stadtteil Stetten von Leinfelden-Echterdingen. Schon auf der Einfahrt war eine große Rauchsäule gut sichtbar. Letzten Endes haben dann die ersten Einsatzkräfte, die sich an der Einsatzstelle eingefunden haben, gesehen, dass es aus dem Fensterbereich im ersten OG sehr stark ausgequalmt hatte und dass offensichtlich im ersten OG eine Wohnung in Brand geraten ist. Okay, gab es bei diesem Einsatz irgendwelche Schwierigkeiten? Schwierigkeiten hatten wir keine. Letzten Endes ist es ein Brand von einer Wohnung, die dann eben die zweite darüber liegende Wohnung auch noch mit verraucht hat. Es gab aber jetzt keine Vorkommnisse, die ich jetzt als besonders schwierig ins Feld führen würde. Okay, wie ist dann jetzt auf das weitere Vorgehen? Ich sehe jetzt hier die Straße, die hat keinen Strom mehr. Was macht jetzt noch die Feuerwehr? Also es war eine der Maßnahmen, die EnBW hier an die Einsatzstelle zu bringen als Energieversorger, um das Gebäude stromlos zu schalten. Das haben wir aus dem Grund gemacht, dass wir mit der Drehleiter einfach die Dachhaut auch besser anfahren können, um dann Abluftöffnungen zu schaffen, damit zum einen die Hitze aus dem Dachgeschoss entweichen kann, zum anderen wir auch die Möglichkeit haben, von außen zu löschen und jetzt aktuell eben auch von innen zu löschen, also von außen und von innen zu löschen. Es waren insgesamt zur Stunde schon 8 Artenschutztrupps im Einsatz, viele weitere Trupps natürlich außen drumherum. Neben der Feuerwehr Leinfelden-Echterdingen war auch der GW Artenschutz aus Esslingen da. Das heißt, unsere Artenschutzgeräte werden jetzt neu bestückt, um sie gegebenenfalls wieder in Einsatz bringen zu können. Okay, mit wie vielen Einsatzkräften wart ihr jetzt hier vor Ort? Die Feuerwehr Leinfelden-Echterdingen und die Feuerwehr Esslingen und GW Artenschutz waren insgesamt 15 Fahrzeuge und ca. 80 Einsatzkräfte an der Einsatzstelle. Zudem war noch die EnBW als Energieversorger an der Einsatzstelle sowie
vergessen, Rotkreuz bzw. Ehrenamt im Rettungsdienst und Arbeiter hier an der Einsatzstelle. Zu erwähnen ist, dass die Freiwillige Feuerwehr Leinfelden-Echteringen aus ausschließlich ehrenamtlichen Mitgliedern besteht. Ich als Pressesprecher habe mir von der Einsatzstelle hier auch einen Überblick verschaffen können und muss wirklich sagen, was die Kameradinnen und Kameraden hier geleistet haben im Ehrenamt, war wirklich gut und es konnte ein größerer Schaden durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. Wenn euch auch diese Videodokumentation wieder gefallen hat oder informativ für euch war, würden wir uns über ein Like von euch sehr freuen. Gerne dürft ihr den Kanal abonnieren, falls noch nicht geschehen, und die Glocke aktivieren, um zukünftig keine weiteren Inhalte mehr zu verpassen. Und wie immer dürft ihr gerne in den Kommentaren eure Meinung kundtun oder eure Fragen stellen.